Hallo und willkommen zurück zu Infra. So, wir müssen erstmal hier rein. Ja, ich bin ja gleich mal gespannt. Ich habe nicht so tolle Erinnerungen an dieses Gebiet. Warte, da ist ein Zettelchen. Pete. Was? Nein. Du rufst besser diesen Exorzisten an. Die Transformatorensteuerung spinnt wieder wie verrückt. Das verdammte Ding muss beherrscht werden. Oh, und 4 ist immer noch völlig überflutet. Vielleicht könntest du jemanden darüber informieren. Ja, das will ich doch gar nicht. Ich konnte es doch auch so lesen. Kann ich das fotografieren? Nein. So, gut. Ich drück einfach. Also, jetzt haben wir 1 und 3 an. Hier haben wir nicht an. Und jetzt haben wir ein Problem mit 4. Das geht nicht. Jetzt sind 2 und 3 aus. Oh, ich weiß es nicht mehr. Das ist. Ach, okay, da gehen die Lämpchen auf. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr. Kriege ich die Türen denn auf? Nee, darum ging es, glaube ich, auch gar nicht. That's not Das good. scheint mir noch nicht richtig zu sein. Ich glaube, es hat was mit dem Bedienfeld da hinten zu tun. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Egal, wir drücken einfach weiter. Irgendwann wird es hinhauen. Aber jetzt sind alle an. Ja, und das Bedienfeld läuft auch. Das Problem ist, das bringt mir nichts. Ich muss da ja vorbeikommen. Dementsprechend müssen wir 4 irgendwie auskriegen. Da ich jetzt gerade gar keine Ahnung habe. Okay, mit 4 lösche ich die beiden quasi. Da haben wir 1, 2, aber dann geht die 3 an. Ach so, okay. There we go. Ah! Siehst du wohl. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Okay. Dann haben wir das schon mal. Das Bedienfeld läuft und wir können hier unbeschwert rüberlaufen. Das habe ich schon versucht, ne? Ich weiß es nicht. Versuch's einfach nochmal. Klappt nicht. Dann geht's hier weiter. Ja, wir haben aber noch gar keinen Code für das Feld. Ich weiß auch gar nicht, wo wir den finden, ehrlich gesagt. Aber das macht auch nichts. Wir schaffen das. Wir finden da schon was. Geht's da weiter? Ja, da geht's weiter. Geht's hier weiter? Einmal anständig umgucken. Ach. Schönen guten Tag. Was soll ich denn hier? Another geocache. Hm. There is nothing inside this one, eh? Nein. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber immerhin, wir haben es gefunden. Ich habe jetzt ja nicht wirklich nach den Dingern gesucht. Also, ja. Ich hatte sie ehrlich gesagt zu Anfang auch nicht mehr auf dem Schirm. Das finde ich jetzt aber auch nicht ganz so dramatisch. Warte, warte, warte. Schön langsam. Jetzt ein Foto. So, hier sind wir wieder an dieser Stelle. Hier wollen wir aber gar nicht hin. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Dings hier rausfinde. Egal, wir müssen uns einfach weiter umgucken.
Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal geradeaus. Hier ist nichts. Habe ich davon schon ein Bild? Ach! Ach, das ist die andere Seite, okay. Du Heiliger. I still have 9 packs of batteries left. Es ist einfach keine Menschenseele hier, ne? Oh. Es gibt sie doch. I still have 9 packs of batteries left. Ja. Oh, Alter. Hab ich mich verjagt, Mensch, mach doch nicht sowas. Ich glaube, hier hinten können wir rein. Steht auch alles unter Wasser. Was habt ihr denn hier gemacht? Das ist doch nicht normal. Okay. Hallo. Oh, die Uhr funktioniert sogar. Das ist aber schön. Street Gangbang, was ist hier? Ah, schick. Ah, er ist auch wieder da. Foto oder sowas? Nein. Green War? Kampf für die grüne Zukunft. Okay. Hier haben wir einen Zeitungsartikel. That makes 10 packs of batteries for the flashlight. Wir gehen mal eben hier hoch. Mal lesen wir gleich alles. Welche grüne Zukunft denn? Sind damit die Pilze oder die Pflanzen gemeint? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja die Pflanzen. That makes 10 packs of camera batteries. Mm-hmm. Ja. So, warte. Wir beschäftigen uns erstmal. Ach, guck mal. Da habe ich ihn her. Oh, ich habe irgendwas ist hier bei mir an meinem Schreibtisch ausgelaufen. Warte. Weiß nur gerade nicht was. So, 7, 5. Ich schreibe mir den auf, weil wir nicht gleich zurückgehen werden. Ich werde mich jetzt erstmal mit dem Gebiet hier beschäftigen. Es ist hier irgendwie alles nass. Ich glaube, das kommt von meinem Trinken. Ich muss mal eben kurz meinen Schreibtisch sauber machen, ja? Ist okay, ne? Guck mal, der hat da ein bisschen auf der Zeitung rumgekritzelt. Das ist doch nett. Damit wir es bunt haben. So. Komisch. Goody. Dann. Ach, den kennen wir doch, oder? Ja, der ist nicht neu. Den haben wir ganz zu Anfang, also wirklich ganz zu Anfang im ersten Part gehabt. Können wir auch kein Bild von machen. Ja gut, okay. Ha! Ist das schön. Stoppe Verschmutzung. Sind sie denn für oder gegen uns? Warte. Vielleicht können wir da ein bisschen was draus erkennen. Sind bestimmt gegen uns. Oh, jetzt kann ich das gar nicht. Er ist zumindest bekritzelt, als Pirat anscheinend. Da steht noch irgendetwas. Ich kann das leider nicht so gut lesen. Open Server was? Ist ein... Ja, okay. Von mir aus... Alles so klein geschrieben. So, Chef ist weg. Also gieß alle Pflanzen, aber fass sonst nichts an. Schlüssel ist am üblichen Ort. Ja, genau. Der ist nämlich hier... Komm mit einer Befugnis zurück. Marc, du kannst sie ruhig wieder richtig hinlegen. So, hier ist das nicht ganz so lustig, deswegen werden wir speichern, glaube ich zumindest. Dass es so war.
Ach, oder ist das der Code? Was war das? 7? Kann ich hier gar nichts drücken? Okay. Also drücken schon, aber es tut sich nichts. So, wie war das jetzt noch? I have like a ton of these things already. Gott. Das ist so ein doofer Sensor. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn wir die Zeit überschreiten. Ehrlich gesagt. Ja. Ist okay, ist okay. Fuck. Mark. Oh, was? Dein Ernst? Ja, der Code ist ja auch nicht hierfür, aber es hätte ja trotzdem klappen können. Was mache ich jetzt? Shit. Vor allem, ich weiß nicht, wo ich den ausschalte. Man kann ihn irgendwo ausstellen. Ich weiß aber nicht. Ach komm, lauf durch. Gib Gas und vielleicht finden wir es, ja? 092, okay. Okay, 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 okay. Warte. 092. Ach, Gott sei Dank. Okay. Ich war mir halt voll unsicher. Ich wollte jetzt nicht so reinlatschen. Okay, gut. Dann haben wir hier noch... Interesting. Was zu lesen. Gut, dann machen wir das mal. Ich habe gehört, dass die Sabotage nicht so gut gelaufen ist, aber hier ist das Geld, das ich dir versprochen habe. Gebrauche es weise und miete beim nächsten Mal bitte einen anderen als Skuldgangster. Der Streik der Verkehrsgewerkschaft hat zu unseren Gunsten funktioniert. Nicht viele werden sie jetzt wählen gehen und das bedeutet, dass, ich weiß nicht, wir bessere Chancen gewinnen. Okay, so wird's sein. Achso, da fällt mir im Übrigen ein, ich glaube, zwei Parts vorher hatten wir einen Text, wo hier da bei der Burg, wo ich mir nicht sicher war, was wangene Pilze sind. Also ich habe das halt daraus gelesen und es handelte sich um orange Pilze. Da hatte ich mich dann nochmal informiert, weil mir das doch ein bisschen zu strange war. So, wir können hier raus. Den Code haben wir. Und ich gerne wissen wollte, was soll das eigentlich heißen sollte. Ich hatte es mir erst gedacht, aber... Ja, ich war mir halt nicht sicher, ob es auch so ist. Bei den Texten habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Weiß ich nicht. Falls ja, dann sorry. Hätte ich mir gerne eine Klarschrift gewünscht. Das wäre in manchen Punkten echt sinnvoll gewesen. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber... Naja, macht ja nichts. Was ist denn hier los? Nichts. Guti, dann. Stopp! Will ich aber nicht. Habe ich davon schon ein Bild? Kann ich hier überhaupt lang? Ach so, wir sind hier. Ah! Okay,
Goodie, goodie, wir müssen da rüber. So, 7533. Can't carry any more of this. Hier wurde im Übrigen, also das weiß ich jetzt nur durch ein LP, weil ich bin hier damals, glaube ich, nicht weitergekommen. Und hier wurde auch eine ziemlich strange Szenerie verändert. Ich weiß nicht, früher war es, oder zu Anfang von dem Spiel war es wohl so, dass man hier noch irgendwas triggern konnte. Das kann man anscheinend nicht mehr. I don't think I can fit this in my pockets. Also ich wüsste jetzt nicht, wie. Ich gehe einfach davon aus, dass es nicht mehr funktioniert. Eigentlich ein bisschen schade. Goodie. Dann... gehen wir hier rein. Hier brauchen wir die Taschenlampe nicht. Was war das? Ach, hier ist er ja, der Skuld-Gangster. Toll. Nett, vielleicht war er das. Ach, guck mal, das ist ja knuffig. That makes 10 packs of batteries for the flashlight. Okay, ich kann hier nirgends ran. Der ist kaputt. You can't trust these damn elevators. Nee, das ist wohl wahr. Hier steht alles vor. Ich hoffe, da oben wohnt keiner. Nicht betreten. So, hier wird's ein bisschen eklig. Ja, genau. Deswegen, warte mal eben. Die würde ich ganz gerne mal eben zur Seite legen. Dankeschön. Ich sehe, du hast wie immer ein großes Chaos angerichtet. Du kannst nicht einmal einfache Sabotage machen, ohne es offensichtlich abzusehen und den ganzen Verdacht auf uns zu richten. Ich werde dir nicht mehr aus der Patsche helfen. Wir sehen uns in Open Swever, Boss. Ja, dann gibt's hier noch irgendeine Rechnung, die lese ich jetzt nicht vor. 1. August 2016, das ist die letzte Mitteilung. Sie haben nur noch eine Woche Zeit, um überfällige Mieten, Zwischengebühren, überfällige Zinsen und Ordnungswidrigkeiten der letzten 12 Monate zu zahlen. Der fällige Betrag... okay. 12.527... oder lese ich das gerade falsch? Gott. Die Zahlung muss vor dem 7.7.2016 eingereicht werden, sonst erfolgt die Räumung ohne die erforderlichen Mittel. Ja, und was das da unten heißt, kann man sich ja denken. Gut. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das so faszinierend ist, Marc. So, hier geht's runter. Achso, nee, hier will ich ja gar nicht... Hä? Warte mal. Da war ich jetzt ein... Hier. Hier geht's durch. Okay. Haben wir einmal das Tor hier. Da kommen wir aber nicht durch. Und dann haben wir da, glaube ich, auch noch ein Tor. Und das machen wir wie folgt. Können wir hier noch ein Foto machen? Bevor ich da jetzt gleich... Nein. Okay. Yep. Und da sind wir auch wieder. Hier ist eine Tür. Kriege ich die auf? Nee. Okay, sehr schön.
Ach ja. Aber wir werden uns noch ein kleines bisschen mit diesem Kapitel beschäftigen, habe ich das Gefühl. So, die letzten Kapitel sind auch recht lang, also ist auch völlig okay. Sieht ja irgendwie schön aus, ne? Also ich finde es schön. So, machen wir das jetzt noch? Gottes Willen! Definitely not getting paid now for this shit. Alter Schwede, hab ich mich verjagt. Ja, okay, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja. Holy shit. Was macht ihr denn hier? Ist doch nicht normal. Also, ich hoffe sehr, dass das nicht normal ist. Ja, okay. Nee, das klappt nicht. And I'm not paying Warwick for this thing. I still have 9 packs of batteries. Lauf mal eben bis hinten hindurch. Auf die Schienen können wir wahrscheinlich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da jetzt rüberwuppe. Nee, das lassen wir mal. Ich glaube, da hinten ist auch nichts. Also keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nie danach geschaut. Hier muss aber irgendwo... Nee. Die suche ich. Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die richtige Reihenfolge ist. Das will ich haben. So, jetzt ist die Frage, muss ich das hier mit hochnehmen? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Was war das? Wo hat er das Rad jetzt gelassen? Wehe, du verlierst das Rad. Nein, es liegt da. Okay, sehr schön. Nee. Das ist falsch. Die Taschenlampe gibt den Geist auf. Aber Moment, wie war denn? Warte. I still have 9 packs of batteries left. Ja, wir müssen da irgendwie hoch. Habe ich mich hier verguckt. Hier ist das gelbe Rohr. Das führt hier rein. Gibt es hier noch eine Tür? Ach! Aha. Okay. Nehme ich dich mal mit. Verstehe ich gerade nicht. Wieso geht das nicht auf? Oh! Okay. Ach! Alles klar.
So, ich hoffe, das ist jetzt auch zu. Ja, sieht gut aus. Das Blaue weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir das irgendwo finden müssen oder ob es schon dran ist. Ach doch, da. Okay. Cool. Gut, dann laufen wir zurück. Also nicht zurück, sondern dadurch. Subi, das hätten wir auch geschafft. Gott, wie weit war denn das noch zum Büro? Ah. Ja. I've been here before. This should get me closer to the office. Ist klar, Mark, ist klar. Okay, ich werde hier jetzt aber erstmal beenden. Und das machen wir dann im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.